Guten Abend, buonasera. Inzwischen heißt das elastische Wohnung. Es geht um eine Wohnung, die ein Badezimmer mit 40 Quadratmeter hat, ein Schlafzimmer mit 44 Quadratmeter, Schönbrunner Verhältnisse, ein Wohnzimmer mit 41 Quadratmeter und eine Küche mit 41 Quadratmeter. Diese Wohnung hat eine Wohnnutzfläche von 200 Quadratmeter bei einer richtigen Nutzfläche von 50 Quadratmeter. Das heißt, das Projekt ist total überraschend in der Architekturszene gekommen. Es ist ein Projekt, das versucht, der Nutzer zu befriedigen, also den Nutzer als Profiteur darzustellen, indem er nur 50 Quadratmeter kauft, hat aber 200 Quadratmeter. Er ist entstanden aus Überlegungen wie leistbares Wohnen oder Energieeffizienz im Wohnbereich. Zwei brisante Themen Anfang des 21. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Das sind meine Kinder, die versuchen, die Wohnung hier zu präsentieren. Es ist eine vollwertige Küche, da kann man sogar Müll trennen. Hat eine Speicherkapazität von 16 Kubikmeter, das ist fast ein LKW. Die normale Wohnung kommt aus mit einem Abstellraum, der 1x2 Meter ist und unbenutzt werden kann. Das ist eine Situation, ein Bild, das die All in News, also alles offen zeigt. Also man kann die Bereiche auch gleichzeitig nutzen. Wie gesagt, also der Profiteur ist der Nutzer und nicht die Baufirma, nicht der Investor. Das ist nach 2 Jahren lang Kämpfen, um das Projekt wirklich in Einsatz zu setzen, auch der Grund, warum es nicht realisiert wurde und gefragt ist von großen Baufirmen. Die verkaufen noch immer 50 Quadratmeter und denken nicht daran, dass der einen Wohnraum braucht, eigentlich ein neues Begriff des sozialen Wohnbaus erleben kann. Es kommt noch einmal, 54 Quadratmeter Fläche, ein Badezimmer mit 40 Quadratmeter, wo ich präventive Medizin, da ist ein Schlafzimmer mit 44 Quadratmeter, ein Wohnzimmer mit 41 Quadratmeter und eine Küche mit 41 Quadratmeter. Also ich muss 5-mal weniger putzen, 5-mal weniger heizen, 5-mal weniger Strom verbrauchen und es gibt natürlich die Überlegungen, ein Modul mehr für einer, der ein besonderes Hobby hat oder ein Lieblingstier. Es sind Menschen, die Tigern oder Löwen halten. Man könnte so ein Modul in Form einer Käfig oder einer Aquarium mit einem Haifisch drinnen haben. Das Ganze kann eben mechanisch betätigt werden, aber man kann es auch mit einem iPhone betätigen, wenn man am Karlsplatz aussteigt
und noch 300 Meter bis nach Haus hat, kann man das Ganze, falls man mit einer Freundin nach Haus kommt, in Position Schlafzimmer stellen. Oder man schließt von Anfang an das Intimbereich und öffnet diese Zone, wo ein Kühlschrank da ist. Meine Tochter macht es ganz eleganter, zeigt Platz für Fischdosen, Bohnenkonserven. Ja, ich glaube, das war's. Vielen Dank.